Wie heißt es so schön? Man lernt aus seinen Fehlern und deswegen haben wir auch dazu all diese Sprachausdrücke mitgeschrieben und dazu habe ich eine kurze Rede verfasst. Ich möchte vormerken, die Leute, die zu spät sind, möchten bitte von hinten kommen. Ja, fangen wir mal mit dem Deutschunterricht an. In der ersten und zweiten Jahrgang haben wir sich über Bücher noch keine Gedanken gemacht. Doch in der Matura-Klasse wurden wir dann damit konfrontiert. Der Papyrine und Romalina hat uns das Leben nicht leicht gemacht. Aber auch in den Fremdsprachen gab es einige Tiefpunkte, wenn man so sagen kann. Im Jahr 2011, wo die Frau Professor sicher noch scharf war, hat die Aussprache eines bestimmten Schülers sicher noch keiner verstanden. Da kamen so Aussprüche wie Silvus Blatt oder de ton en ton. Ja. Auch kommen wir nun zu unserem Lieblingsfach Mathematik. Der Felix von unserer Klasse hat gerne Glocken berechnet, aber nicht die Kurve in Mathematik. Zu 90% des Unterrichts sind wir nicht auf die richtigen Ergebnisse gekommen. Und durch unsere fragenden Blicke sind dann Fragen gestellt worden wie: Wer hat die letzte Spalte nicht verstehen? Entschuldigung, das waren meine Nüsse. Auch wenn wir keine Geografie gehabt haben, ist uns auch darüber einiges beigebracht worden und wir wissen jetzt Bescheid über Hollywood, wo die Jennifer Aniston wohnt. Wir wissen auch, dass Florida der Penis der USA ist und über skandinavische Länder haben wir auch so einiges gelernt. Ja, in den Wirtschaftsfächern gab es auch einige, die damit gekämpft haben und von euch bekannt sicher, das LMS, das Programm, ein Horror. Und von dort haben wir uns so neue Dateien händisch runterholen müssen, wo es auch darüber gegangen ist, um die GmbH. Und ja, da kann man nur dazu sagen, hör auf, das ist ein Drama. So, das Beste kommt zum Schluss, Biologie. Zu unserem Stoff gehörten auch Spinnen, die einen Elektrospotz kriegen. Und außerdem haben wir gelernt, Ötzi war der erste Mensch auf der Erde. Der hat eh war. Ich möchte bitten, ein bisschen konzentrieren sich noch. Ich komme jetzt zum Schluss von meiner Rede und jetzt, wo die Matura vorbei ist, denkt bitte nach, was gefällt mir, was interessiert mir. Ich gehe heim und streichle meine Schildkröten. Jemand von mir etwas braucht, meine Telefonnummer steht eh im Wörterbuch. Eines zum Schluss noch, eine Klassenkollegin von uns, die Adreta Mucci, auch Adetare Mui genannt, hat heute Geburtstag. Und wenn es möglich wäre, können wir vielleicht ein Lied anstimmen. Später.